Der Banner von Ito steht vor der Tür und damit natürlich auch drei wunderbare Forsters, Goru, Chongyun und die neue wunderbare 4-Sterne-Elektroheilerin Kuki. Natürlich, sie ist noch nicht draußen, dennoch wollte ich dieses Video einmal zum Anlass nehmen für zwei Punkte. Punkt Nummer 1, weil der Banner heute kommt, natürlich die Frage, Sonius, wirst du in diesem Banner pullen, beziehungsweise empfiehlst du es, in diesem Banner zu pullen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Und für mich viel wichtiger in diesem Video, nochmal zu sagen, warum ich mich so sehr auf Kuki freue. Jeder, der bei mir in meinen Streams ist, weiß bereits Bescheid, werde ich in diesem Banner pullen, ja oder nein. Ich habe Interesse an Kuki. Allerdings habe ich auf Twitch gesagt, ich möchte in diesem Patch und vermutlich im nächsten Patch kein weiteres Geld mehr ausgeben für Genshin Impact. Ich habe sehr viel in den Jelan Banner geballert, das war mir schon viel zu teuer und dementsprechend sind jetzt quasi meine Überreste noch für Kuki da und mehr möchte ich nicht ausgeben. Entweder ich ziehe sie oder ich ziehe sie nicht, das ist jetzt gerade meine subjektive Einstellung, plus dass ich Ito nicht haben möchte. Ito ist jetzt gerade eine Figur, wo ich sage, okay, ich habe ihn, C0, das reicht mir komplett, seine erste Constellation brauche ich nicht, dementsprechend möchte ich nur so weit pullen, dass ich hoffentlich eine Kuki vor Ito kriege, das ist mein großes Ziel, ich stehe sonst vor dem 50-50, das wäre auch noch okay, aber mehr brauche ich persönlich für Ito nicht. Und wenn wir schon über Pulls reden und ich sage, ich pull, das passiert übrigens heute Abend auf twitch.tv/sonius live on Twitch, seid gerne dabei, der Link ist unten in der Videobeschreibung, ich würde mich mega freuen, falls ihr zu so einem Event dabei seid, schaut super, super gerne vorbei, ich freue mich auf euch und dann werden wir sie auch dann direkt testen, natürlich. Falls ihr mich fragt, ey yo Sonius, sollte ich pullen, sollte ich nicht pullen, was denkst du? Ja, wenn ihr ihn cool findet, dann pullt, wenn ihr ihn nicht cool, dann pullt nicht. Einfache Antwort. Und falls ihr euch sagt, ihr wollt auf gar keinen Fall Ito, aber ihr wollt unbedingt Kuki, auf gar keinen Fall Ito, es wird euch so sehr schaden, dann pullt nicht in diesem Banner wie ich. Seid nicht so deppert wie ich, ihr werdet nur sauer, wenn dann plötzlich im ersten 10er-Multi direkt Ito vor eurer Tür steht und ihr denkt, verdammt, jetzt habe ich ihn, mein 50-50 ist kaputt oder sonst was. Also, das ist immer so der grundlegende Tipp. Und das ist auch das Einzige, was ich dazu sagen kann, denn grundsätzlich vom Damage her hat damals Remus zum Release von Ito einen sehr guten Vergleich gemacht zwischen einem Ito C0 und einem Noel C6 und ja, der Noel C6 konnte sich auf jeden Fall behaupten im Vergleich, plus dass bei den Forsters ich sagen würde, Goru ist ein super geiles Support natürlich für sowohl nur Noel als auch ein Ito, nimmt man gerne mit, plus dass eine Kuki wahrscheinlich eher ein Support ist, der wenig genutzt wird, dazu komme ich gleich nochmal zu sprechen, warum ich glaube, dass sie ein bisschen weniger genutzt wird, außer natürlich von den Leuten, die ihr Artwork so oder so genial finden, was es halt auch einfach ist, und Chongyun ist für mich persönlich ein bisschen outdated, ich benutze ihn persönlich nicht mehr, seitdem es so viele Cryo-Main-DPS-Chars gibt, braucht man ihn meistens nicht mehr. Sei dazu gesagt. Früher hat man sowas wie Rosaria Standardangriffe zu Cryo gemacht. Heutzutage hat man eine Ayaka oder eine Ganyu, sehr viele Spieler draußen brauchen Chongyun nicht. Jeder, der das nicht hat und einen Cryo Main DPS haben möchte, hat natürlich mit Chongyun eine sehr gute Wahl. Doch legen wir den Fokus zurück auf die wichtigste Unit in diesem Banner, für mich persönlich, subjektiv natürlich, und das ist Kuki Shinobu. Sie hat, ich habe schon gesagt, den Namen einer Lieblings-Demon Slayer-Figur geklaut, was ich sehr schade finde mit Shinobu. Das heißt, ich muss diesen Namen jetzt immer mit zwei Figuren verbinden und weiß, das eine ist meine Lieblingsfigur, aber das soll hier nicht zur Sache spielen. Für uns natürlich wichtig, wofür wird Kuki vermutlich benutzt werden oder eben nicht benutzt werden. Und jetzt möchte ich erstmal über ein größtes Problem in meinem Kopf sprechen, was ich mit Kuki Shinobu habe. Und das ist, dass sie immer nur eine Figur auf dem Feld heilen wird. Bedeutet wahrscheinlich nur euer Main DPS. Jede weitere Figur in eurem Team wird nur geheilt, wenn ihr sie aktiv auf das Feld bringt, dementsprechend Zeit mit eurem Main DPS verliert und dementsprechend diese Figur ja keinen Schaden machen kann, was natürlich sehr schade ist für euer Team. Dazu im Vergleich gibt es natürlich Figuren wie eine Kokomi, die jetzt auch quasi nur eine Figur auf dem Feld heilt, solange die elementare Fähigkeit gesetzt ist, aber mit der Spezialfähigkeit ganz schnell kurz einen Schaden raushauen kann, ganz kurz alle Figuren heilen kann, was aber auch wieder Zeit kostet, die euer Main DPS nicht auf dem Feld kostet. Eine Barbara setzt einmal ihre Spezialfähigkeit, alle sind geheilt und ich glaube einfach, dass es den einen oder anderen stören könnte, dass man halt nur dieses fokussierte Healing auf eine Figur hat, egal wo man es einsetzt. Des Weiteren ist sie halt eine Elektro-Unit, viele Spieler da draußen sagen sich, okay, Elektro ist ganz cool durch Baal und vielleicht durch Yamiko noch geworden, davor mochte man Keqing, aber insgesamt werden die Elektro-Elementarreaktionen nicht so häufig genutzt wie andere bei Wasser, Feuer, Eis, Feuer oder ähnliches, sodass man auch da eher einen Healer benutzt, häufig in die Richtung, dass man den Gegner freezen möchte, dass man die Elementarreaktion haben möchte aus Wasser und Feuer, dass das natürlich auch eine Hürde sein könnte. Dennoch ist Kuki Shinobu natürlich nicht nur darauf fokussiert, in diesen Teams zu funktionieren. Für mich persönlich geht nämlich auch ein kleiner Wunsch in Erfüllung. Seitdem ich Baal habe, habe ich gesagt, ich möchte folgendes spielen. Ich möchte eine Baal in meinem Team haben, beziehungsweise eher seitdem ich Yamiko habe. Ich möchte eine Yamiko in meinem Team haben. Ich möchte eine Sarah in meinem Team haben. Wo bist du da? Und zu guter Letzt möchte ich als vierte Figur eine Heilerin drin haben.
Und klar, es macht viel Sinn, wenn die Heilerin am Ende des Tages eine Kokomi ist. Ich soll noch die Elementarreaktion aus Blitz und Wasser rausnehmen, mir wenigstens etwas an Elementarreaktionen Schaden mit unter Strom oben drauf und drauf nehme oder Benny Boy, irgendwas, was den Damage weiter boostet. Aber ich möchte eigentlich eine Elektroheilerin haben und dann mein Full-Elektro-Team spielen oder eben hier noch viel besser die Elektroheilerin reinsetzen. Das heißt, ich nehme bitte einmal raus, hier die Elektroheilerin reinsetzen in Form, ich mache jetzt den Kokomi-Ersatz, aber da sollte die Kuki sitzen und dann nehme ich mein Wunsch-Team Nummer 2 dazu den fetten, genialen Kasua-Ballern. Ich weiß, viele warten auf ihn, viele hoffen auf die 2.8, viele wollen ihn endlich pullen und möchten, dass dieser Banner unbedingt da drin ist. Ich habe das Glück, ich habe ihn und dann könnte ich Elektro-Oni spielen mit Kasua als Support und könnte den Elektro-Damage noch weiter boosten. Ah, da würde so ein kleiner Traum in Erfüllung gehen. Das ist für mich persönlich der Main-Use-Case, wofür ich Kuki pullen möchte mit den Urgesteinen, die ich habe. Das sind jetzt gerade so ca. 1000 Urgesteine auf meinem Account, wobei ich glaube, ich habe auch noch ein bisschen was von dieser Extra-Währung, die man eigentlich kauft, wenn ich mich gerade nicht täusche, von den Genesis-Crystals. Muss ich nochmal reinschauen. So oder so ist das so mein Traumteam. Aber das ist natürlich nicht das einzige Team, was sehr gut funktionieren wird rund um Kuki. Es gibt natürlich noch mehr. Natürlich kann man standardmäßig sagen, okay, man nimmt die Main-DPS-Unit, auf die man Bock hat. Kuki funktioniert einfach als Zieler, bringt das Elektro-Element mit. Kann man ja mitnehmen, egal ob man jetzt Eis draufhaut, hat man trotzdem die Elementarreaktion. Oder Feuer hat man trotzdem die Elementarreaktion. Kombiniert man ja auch gerne mal mit einer Raiden Shogun, um dann die ganze Zeit alles explodieren zu lassen. Bum, 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 bum. Ist ja auch sehr cool. Kann man machen, auch wenn die Gegner hier eher in der Ferne stehen würden und Kuki die Gegner in der Nähe angreift, ich weiß. Aber für mich stechen gerade noch zwei weitere Main-DPS-Units raus, beziehungsweise so zwei, drei, sagen wir mal. Und das eine ist zum einen das Hydro-Element aus beispielsweise Ayato oder Jelan C6, falls ihr sie habt, oder einer Kokomi. Da kann man natürlich auch sagen, okay, mit einer Kokomi braucht man das Ziel nicht mehr, aber man kriegt die Elementarreaktion, wenn man möchte. Aber ich glaube, von den drei Hydro-Main-DPS-Chars, die ich erwähnt habe, plus Tatakia eventuell noch, Tatakia viel weiter oben, da der auch im Nahkampf ist, entschuldigt bitte. Tatakia als auch Ayato sind vermutlich so die zwei Hydro-Main-DPS-Units, von denen ich sagen würde, okay, die zwei mit Kuki kombinieren, ist super für euch. Falls ihr einen von den beiden maint, ihr seid im Nahkampf mit beiden Figuren, bedeutet, ihr kämpft mit Kuki auch so, dass der Gegner durch das Elektroelement angegriffen wird, ihr unter Strom bildet, die Elementarreaktion mitnimmt, bumm, super, Kuki erledigt euren Job. Wenn ihr einen von den zwei maint, kann vermutlich Kuki eine extrem gute Ergänzung für euch da draußen sein. Und die andere Figur, an die ich sofort im Stream gedacht habe, ist ein Physical Main DPS. Und zwar die gute alte Euler. Dadurch, dass ihr natürlich das Cryo-Element auf den Gegner draufhaut, sagen wir seit Day 1 in unseren Guides für sie, eine Elektro-Unit in eurem Team macht so oder so Sinn. Und wenn ihr die Heilerrolle mit der Elektro-Char füllt, habt ihr in den anderen zwei Slots natürlich komplett die Freiheit, wen ihr noch mit reinnehmen wollt. Bedeutet, früher brauchtet ihr einen Heiler, wie beispielsweise Bennett oder ähnliches, brauchtet eine Elektro-Unit, safe wie eine Fischl oder ähnliches und hattet dann nur noch einen verfügbaren Slot, der variabel war, sobald ihr Healer plus Elektro-Unit mit reingenommen habt. Mit Kuki im Team habt ihr eure Euler, habt dann als zweite Figur die Kuki und habt dann hier, wie gesagt, diese letzten zwei Slots verfügbar, die ihr komplett frei gestalten könnt, was natürlich auch sehr entspannt für so eine Euler als Main-DPS ist. Falls diese Main auf jeden Fall, wie gesagt, eventuell eine gute Option für euch. Wir werden das Ganze noch ausprobieren, sobald sie heute released wird. Ich werde natürlich pullen. twitch.tv/sonius. Seid gerne dabei. Um 21 Uhr bin ich live. Ich würde mich mega freuen, falls ihr dabei seid. Aber ich werde erstmal dieses Elektro-Main oder Elektro-Only-Team eventuell mit Kasua mit dazu benutzen. Das ist das, worauf ich mich halt am meisten gefreut habe. Vielleicht werde ich zwischendurch nochmal Nitro oder eventuell ein Pyro-Main-DPS oder ähnliches probieren. Aber Elektro-Only. Elektro ist mein Ziel. Und damit sage ich, bis heute Abend, 21 Uhr, wir sehen uns. Bye, bye.